Guten Abend, Leute. Willkommen zurück. An einem regnerischen Tag. Abend. Tag ist gut. Ich vermute mal, dass wir jetzt hier rein sollen, in den Nachtclub. Ah, cool. Nein, müssen wir nicht. Was gibt's denn da noch für Möglichkeiten jetzt? Weil hier ist theoretisch alles abgesperrt. Ich bin nämlich ein bisschen rumgelaufen. Bin noch ein paar Kreaturen erschlagen, aber es gab jetzt keinen... Ansonsten war jetzt hier kein Zugang für mich erkenntlich. Ach, guck mal hier. Dann markieren die das schon mit den Toilettenpapierresten und ich erkenne das nicht, ey. Leute, ich habe hier mal, ich muss hier mal einen kurzen Cut einbauen. Musste kurz Pause machen. So. Laura, stop! It's dangerous! Sind wir jetzt auf der Rückseite von dem. Von dem Nightclub, ja, okay. Oh. Wie. Warum? Junge. Ja, das war gerade ein kleines Hindernis. Dass man dann aus Versehen den am Boden fokussiert. Sonst hätten wir die richtig schön überrumpeln können. So musste ich doch mit der Schrumpflinte schießen. Oh, wir haben 123 Schuss. Benutzen wir die erstmal. Es ist so komisch, dass er die Sache mit Mariah gar nicht irgendwie kommentiert, ne? Ist ja auch krass. Einfach weg. Aber ich denke schon, dass das irgendwie so ein bisschen hinkommt, dass das... Dass er das auch nicht verhindern konnte. Wie den Tod seiner Frau vielleicht irgendwie. Ein Spucker. Boah, der Käfer hat mich gebissen. Du Sau. So ein Arschloch, Alter. Unglaublich. Die machen mir ständig alles kaputt. Hier so viele fiese Nebencharaktere noch rumeiern. Oh.
Es klappt auch ohne Scheiben einzuschlagen, ist auch okay. Dass die alle diese Stiefel anhaben, ne? Diese Lackdinger. Ah, Verkriecht er sich unter Horde. Oh. Das ist ein blöder Käfer. Haben wir dann irgendwann mal erfahren, was dann mit Mary überhaupt passiert ist? Also, was für eine Krankheit? Das hat uns auch noch keiner gesagt, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, guck mal, das Diner am See. Und da kriecht doch schon wieder irgendwo drin rum. Irgendwas schlürft da hinten rum. Alter, was ist es? Ein Gespenst. Der war gut. Das wäre so eine Jukebox. Ah, der war schön. Ich finde das beeindruckend, dass man die so gut übersieht. Unter einem Tisch. Was ist das hier? Achso. Einfach nur Müll. Da unter ist auch ein Aslak. Ist die schon heiß auf uns?
Mann, das gibt's doch nicht. Klein Schweinchen. Wieder ein Abgrund überwunden. Ich frage mich ja so ein bisschen, wen wir als nächstes treffen. Von den Leuten, die wir schon kennengelernt haben. Die anderen schleudern noch alle so rum, als ob... als ob die das halt gar nicht so sehen, ne? Wie wir. Ich meine, Laura, das kleine Mädchen. Die tigert ja hier durch die Welt. Als ob alles tüffig ist, ne? Angela ist die Einzige, die auch so ein bisschen sonderbar unterwegs ist, aber auch verständlich. Also, die wirkt auch nicht so, als ob es das ist, was unser Problem so, ne? Und Eddie ist ja nur von einem ganz anderen Planeten. Kann man sich fast schon ein bisschen drauf verlassen. Hin. Aber wir werden halt geführt, ne? Es gab jetzt keine andere Möglichkeit. Mal gucken, aber hier sah die Straße halt auch sehr brüchig aus. Ging sie eben auch noch rauf? Nee, ne? Mann, halte ich nicht an diesem Poller fest. Nee, nee. Alles korrekt, du. Ich hab gedacht, wir kommen hier irgendwie noch auf den Parkplatz. Laura, please, wait! Ich denke, so langsam muss aber so ein kleiner Schnipsel mal rüberwachsen. Jetzt schmiert unsere Taschenlampe aber ein bisschen ab. Oh, es war unter uns. Er, der nicht kühn genug ist, dem Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte, dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Was?
Schaben. Steht da dran? Okay, das ist eindeutig. Einfach unten bleiben. Ich weiß nicht, ob das für uns noch Sinn macht, gerade Ressourcen zu sammeln. Aber sowas hier geht immer. Hier geht's auch rein. Wie kommen die denn jetzt raus? Einfach offen? Okay. Dann ist das genehmigt. Oh, ey. Diesmal nicht. Erschreckt er mich trotzdem. Ist das hier wieder die Apotheke? Ja, ne? Da, wo wir auch kurz drin waren. Wir sind jetzt bei den Apartments. Ah, ne, die sind da oben. Ach stimmt, wir mussten ja so einen übelsten... Ja. Happy Burger kommt als nächstes. Brief und Schraubenschlüssel. Bei Cafe America. Als ob die Karte jetzt... Dass wir das jetzt einfach normal machen, oder was? Und was ist hier drin? Mein Gott. Da kommt noch irgendwas. Ah, Ladies. Großer Abgrund. Wie machen die Geräusche? Das...
Das muss ja auch irgendwas zu bedeuten haben, dass sie jede Figur irgendwie so sexualisiert ist, ja? Ja, jetzt könnten wir hier wieder raus, das war's. Das ist einfach nur so ein kleiner Bereich. Um ein bisschen Lootigkeit zu sammeln. Frage ist nur, ich komme ja so nicht zurück. Vielleicht hier nur. Ach, guck mal. Sich versteckt. Aber ich kann durch Stangen durchschlagen. So, war jetzt doch falsch, ja? Hätte ich da hinten weitergehen können? Oder ist es noch ein optionaler Weg? Einfach die effektivste Methode, diesen Viechern zu begegnen. There was a hole. Jetzt ist es weg. Denn dass es hier weitergeht. Ich möchte mal kurz die Jukebox antatschen. Und speichern. Oh, okay. Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann brauchst du nur zu sterben. Aber James, du verlangst vielleicht an... Ach, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. Oh, okay. Also ich werde so langsam das Gefühl nicht los, dass er da... Ich will jetzt nicht sagen, unbeteiligt war an ihrem Tod, aber irgendwas... Muss ja gewesen sein, oder? Ich meine, ich denke, du hast trotzdem Schuldgefühle, aber so krass wie das hier. Ich meine, das hieß ja jetzt. Oh. Das hieß ja jetzt eben auch nur. Du kannst zu ihr kommen, indem du stirbst, aber du kommst dann vermutlich in die Hölle. Wenn wir mal davon ausgehen, dass. Sie jetzt keinen anderen Scheiß gemacht hat. Bei Happy Burgers dürfen wir auch nochmal betreten. Wenn wir so ein Angebot bekommen, so eine Einladung, dann sollten wir doch mal kurz in die Speisekarte gucken. Boah.
Ben steht da. Sorry, dass ich hier so durchrausche, aber ich möchte langsam so ein bisschen Antwort haben. Ist mir egal, wer mir jetzt hier als nächstes was erzählt, aber... Das Einzige, was hier nicht komplett grotesk ist, sind diese Käfer. Ihre Kniescheibe ist für immer im Arsch. Ach, guck mal, dann kommen wir hier wieder raus. Also war das wirklich alternativ in Ordnung. Aber das ist schon mal sauber abgeschlossen hier, das Ganze. Hier kommen wir nicht rein, oder? Okay, dann lasst uns mal... Wo war's? Ich glaube, wir müssen mal langsam mal eine Pause machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mit einem Info-Happen. Ich bin gespannt, ob sich das nachher so ein bisschen bestätigt, was ich mir so zusammenmale. Aber da wird ja hoffentlich noch ein bisschen was auf uns zukommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Haut rein, habt einen schönen Abend. Tschüss.